Hallihallo und willkommen bei X-Geiz. Ja, wir haben lang nichts mehr voneinander gehört, aber wie der ein oder andere schon mitbekommen hat, tut sich wieder was bei X4Geiz. Aktuell überarbeiten wir zum Beispiel den Komplexbauplaner. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass dieser gerade offline ist. Wir bereiten ihn vor für die Wiege der Menschheit, die am 16. erscheint. Da freuen wir uns alle drauf. Der ein oder andere hat sicherlich auf dem YouTube-Channel schon bemerkt, dass dort neue Schiffe aufploppen. Das liegt daran, dass wir natürlich unsere Schiffsdatenbank aufpolieren mit allen Terraner-Schiffen, mit wie gewohnt tiptop vorschauen, allen Schiffsdaten zum Vergleich. Und auch die alten Schiffe wurden etwas überarbeitet. Es gibt da eine ganze Reihe an neuen Daten, die wir abgleichen, überprüfen, anpassen, um die Datenbank wieder auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Was tut sich sonst so bei uns auf X4Geiz? Ja, die deutsche Community, gerade auf Facebook, hat mir nahegelegt, die Bauplandatenbank wieder in den Fokus zu rücken. Das ist ein Projekt, das wir vor längerer Zeit mal begonnen hatten, aber aufgrund der Komplexität des Einbindens des Codes wieder verworfen haben. Das Ganze ist jetzt wesentlich einfacher. Und so werden wir zum einen in nächster Zeit einen ausführlichen Guide zum Thema Komplex- und Fabrikenbau erstellen. Für Anfänger, aber natürlich auch für ambitionierte Profis. Das heißt, logisches Bauen von Komplexen. Das heißt, wie gestalte ich die Logistik effektiv, sowie auch die Zuordnung der Flotten- und Frachterverbände. Wünscht ihr euch sonst noch Videos und Guides zu bestimmten Themen? Dann schreibt das doch einfach in die Kommentare. Wir freuen uns, wenn diese ganze Schreibarbeit fertig ist, auch selbst mal ordentlich zocken zu können. Und wer weiß, vielleicht gibt dieses Jahr auch die Geschichte von Renegade, unserem kleinen Paranidenverräter, weiter. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne, Captains, allseits guten Flug. Schaut auf unserer Homepage vorbei, den Link findet ihr in der Beschreibung, und besucht natürlich auch all die anderen deutschsprachigen YouTuber wie unseren guten Dad, den Semira. Und am Schluss möchte ich auch noch einen neuen erwähnen. Das ist der Tron Patrick. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.